Hallo, herzlich willkommen zur Halbzeitfolge von Victoria 3. Ich habe ja gesagt, 10 Folgen machen wir. Wir gucken uns dieses lustige Spielchen mal an und das Ganze in der Tutorial-Version. Wir spielen also das Tutorial hier gerade. Und wenn das gut läuft, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch weitergeführt wird. Mal gucken. Ich versuche erstmal das Spiel zu verstehen. Gerade habe ich das Gefühl, das wird nichts mit dem Verstehen. So, was ist passiert in der Zwischenzeit? Erstens, ich habe mich für die Variante entschieden, das Geld auszugeben. Ja, wir schmelzen hier langsam da nieder. Wir müssen mal langsam gucken, dass wir ein bisschen ins Positive kommen. Aber ich denke, wenn wir hier als nächstes mal diese Kohlemine haben, dann sollte doch da einiges passieren. Ich bin sehr gespannt, was passiert mit der Kohlemine. In Scanner, hier ist das Ganze. Wo ist sie denn? Hier unten. Wo ist sie denn? Da, Kohlemine. Da wird sie gleich gebaut sein. Und dann schauen wir uns an, wie gut oder wie weniger gut das Ganze läuft. So. Aktuell halt noch nichts, logischerweise, weil, naja, warum auch? Da müssen erstmal Beschäftigte rein. Und sobald die dann da drin sind, geht es dann los. So. Wir könnten hier direkt auf die atmosphärische Dampfmaschine gehen. Das machen wir auch. Um einfach direkt klar zu haben, wir brauchen die Werkzeuge. Das ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Die sind sehr teuer, aber egal. Können wir sonst noch was machen? Nee. So, wir scheffeln also jetzt Kohle. Wir haben aktuell keine Kohle. Wir haben aber einen riesigen Bedarf. Und warum haben wir den Bedarf? Naja, einmal die Stadtzentren ist das Problem. Und die Eisenminen. Und die Pappbedarfe, naja gut. So, also die Stadtzentren gucken wir uns als erstes an. Wie war denn das hier? Eisenminen. Nee, städtisch logischerweise. Und die haben einen Kohlebedarf, weil ich halt einmal hier aufgestellt habe, umgestellt habe auf die Gaslaternen. Da machen die 60 mehr Dienstleistungen. Oder haben einfach 60 mehr Dienstleistungen. So, mal gucken. Dienstleistungen minus 90. 80 sieht aus, wie als hätten die 90. Ah ne, das ist für alle zusammen. Dann gucken wir hier nochmal. So, hier hätten wir minus 60 und hier haben wir plus 60. Also, die machen mehr Dienstleistungen. Dienstleistung war ja auch irgendwie ein Problem. Heißt, die brauchen einmal. Und die Eisenminen brauchen auch. Gucken wir uns auch mal an. Und zwar hier einmal, weil ich hier auf, die brauchen auch 30, weil ich einmal umgestellt habe auf die atmosphärische Dampfmaschine. Deswegen ist der Bedarf an Kohle relativ hoch. Das Problem ist halt, wie viel brauchen die hier? 20 macht eben 50. Genau. Entsprechend ist der Bedarf hoch. Und wir gucken jetzt mal, was die Kohlemine so abwirft. Das ist das eine. Und dann, warte, stopp. Haben wir hier noch ein Ereignis? Unterstützer einer Partei, Landvolkpartei, haben ihre eigene Kampagne begonnen. Nur leider belästigen sie gegnerische Partisanen und greifen sie manchmal sogar an. Okay. Hart gegen die Aktivitäten. 10, minus 10% Momentum wird der Partei, Volkspartei. Warte mal, lass mal gucken. So. Also hart gegen die Aktivisten dieser Partei Landvolkpartei durchgreifen. Dann kriegen die weniger Momentum. Oder halt Industrielle erhält belästigt von politischen Partisanen für 2 Jahre minus 10% politische Stärke. Vielleicht nicht ganz so gut. Und nur minus 1% Interessengruppenzustimmung für die Industriellen. Wir gucken mal eben hier rein. Die sind gerade. Ja, jetzt noch nicht so sonderlich viel. Dann machen wir mal das hier. Ach, die Landvolkpartei? Ach, guck mal, die waren das. Okay, die kriegen jetzt 8%, minus 8% Momentum. Das heißt, die werden nicht ganz so viel haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich genauso enden, wie es denn angefangen hat mit der Wahl. Wir gucken uns das, bevor die Wahl startet, nochmal an. Aktuell haben wir ja das hier. Genau. Und die Landvolkpartei ist jetzt nicht gerade auf unserer Seite, sagen wir mal, ne? So. Auch wenn die halt in der, ich sag mal, in dem politischen Druck deutlich höher sind. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das mit den Wahlen ausgeht. Was haben wir hier nochmal? Kohle ist immer noch knapp. Ah ja, genau, wir wollten uns das Kohle-Dings angucken. Die Revolution braut sich zusammen.
Tja, das ist dann so. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Werkzeuge, Papier und Eisen ist eben knapp. Okay. In 8 Tagen ist die Wahl. Die gucken wir uns gleich mal an. Ich denke nochmal gerade drüber nach. Nochmal Pause. Das hier vielleicht nochmal zu ändern, die Eisenminen nach vorne zu ziehen. Ich glaube, Papier ist gerade nicht unser Problem. Eisen ist unser Problem. Ja, wir haben halt echt leider einen sehr hohen Bedarf. Ich trinke mal eben Kaffee. Wir könnten noch mal gucken. Die Kohlemine macht 8. Ist das dein Ernst? Die produziert 8. Ach so, weil die noch nicht voll besetzt sind, ne? Ein Scanner, aber Scanner hat genug Bauern, das zu besetzen. Ja, theoretisch müsste das gehen. Vielleicht braucht das einfach nur lange, bis die da funktioniert. So, bam, sagen wir die Wahl. Die Wahlergebnisse aus Schweden sind eingetroffen. Landvolkpartei. Die Volkspartei. Okay, was heißt das noch? Politik. Wo war jetzt die Wahl? Aktuell könnten wir es so lassen. Wir können mal die Regierungsumbildung machen. Eine oder mehrere Interessengruppen der Landwirtschaft unterstützen eine laufende Revolution. Ah ja, okay, deswegen. Deswegen können wir die nicht mit reinnehmen. Aber wir haben jetzt auch gerade eine gute Zustimmung hier. Bleiben vielleicht bei den beiden. Wir können gucken, ob wir noch einen von beiden mit reinnehmen können. Aber nein, ist nicht so. Wir würden einfach dabei bleiben. Die Industriellen und die Intellektuellen. Das ist doch nice. Ich weiß nicht, was das mit derzeitige Partei. Achso, das ist die Volkspartei, okay. Haben wir hier noch kleinere, randständige Interessengruppen? Gewerkschafter, die können wir nicht mit reinnehmen, weil die keine Partei haben. Die Gewerkschafter werden aber auch. Schade, dass man die nicht mit reinnehmen kann. Nein, nicht möglich. So. Das mit der Revolution ist wirklich ein Problem. Die sind wirklich wütend. Ich wüsste auch gerade nicht, wie wir die besser hinkriegen könnten. So, wir haben ja gesagt, wir lassen das dabei. So. Das heißt, wir brauchen diesen Button nicht. Wie kann man den denn loswerden? Vielleicht erledigt sich der sie von alleine, man weiß es nicht. Können wir hier denn noch was machen? Nö. Okay. Warte mal, kann man den vielleicht mit Steuerung wegklicken? Mit Alt. Ich weiß nicht, wie man den wegkriegt. So jedenfalls nicht. Na gut, ist ja ein Tutorial, da muss man ja nicht alles verstehen, ne? Inaktive Handelsrouten. Diese Handelsroute ist inaktiv, dann löschen wir sie einfach und gucken nochmal nach neuen Klamotten. Ja, wir importieren da schon ganz viel. Hier könnten wir nochmal 10 aus Spanien bekommen. Ja. Wir müssen ein bisschen dem Ganzen nachgehen. Der Preis sinkt dadurch auch wieder ein bisschen, das ist doch schön. Okay. So. Die 6 Journaleinträge. BIP steigern. Oh, guck mal, jetzt haben wir nur noch 2 Nachrichten. Was ist denn da los? Eisenpapierwerkzeuge. Achso, genau, wir hatten das ja jetzt umgedreht. Eisenminen, das ist doch auch was. Wir kriegen doch auch Investitionsfonds. Und da mache ich gleich draufdrücken, ne, und sich das mal genauer angucken. Die Militärgehälter haben wir reduziert. Können wir die Regierungsgehälter auch reduzieren? Intellektuelle würden um einen Punkt.
das bringt doch nicht so viel. Können wir mal gucken. Steuerung hochsetzen. Ist auch jetzt nicht die richtige Sache, glaube ich. Dividendensteuern, Zölle. Gelddruck. Investitionsfondsübertragung. Wenn Geld aus der Landeskasse für den Bau von Gebäuden verwendet wird, die laut dem Gesetz Wirtschaftssystem des Landes aus dem Investitionsfonds bezahlt werden können, wird die Landeskasse für die bezahlten Gelder in gleicher Höhe aus dem Investitionsfonds entschädigt. Okay. Was ist denn das hier? Okay. Wie viel Guthaben haben wir denn noch? 300.000. Investitionsfonds ist leer. Ja, wir müssen halt irgendwie wieder ein bisschen ins Positive kommen. Hoppala, was ist denn das hier? Zündhütchen freigeschaltet. Jetzt können wir Munitionsfabriken machen und gezogene Rohre. Okay, vielleicht gucken wir uns die Gebäude nochmal an. Warte mal, machen wir das mal so. Um mal zu gucken, ob hier jemand nicht Produktivität. Wir könnten gucken, ob wir irgendwas exportieren können. Also etwas, wo wir richtig viel haben und gar nicht so viel brauchen. Hier zum Beispiel. Pop-Bedarfe, wir haben 50 mehr. Wir könnten zum Beispiel 20 hier mal eben exportieren nach Brasilien. Werden wir mal machen. Na, jetzt haben wir, jetzt müsste der Preis auf jeden Fall wieder steigen. Tut er auch. Aber wir haben immerhin ein bisschen was an Geld gewonnen. Ich glaube, das ist gar nicht so die schlechte Idee. Glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung. Ich denke, ihr werdet das sowieso korrigieren. Durch Hinweise von euch. So, wir gucken trotzdem nochmal durch. Die Kohlemine. Ja, die Kohlemine müsste halt. Ja, die macht, was sie soll. Ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Der Preis ist halt ein bisschen runtergegangen. Die Kohlemine läuft, würde ich sagen. Die Kohlemine läuft. Das ist gut. Das heißt, wir sind hier aus dem Defizit raus. Und die Sachen. Naja, guck mal, wir sind jetzt hier sogar auf Stufe 9. Wir können das nicht unterbinden. Und hier auf Stufe 3. Also wir können das nicht unterbinden. Wir können halt nur gucken, dass wir mit denen keinen Handelsvertrag haben, sodass wir zumindest irgendwie ein bisschen Geld darüber kassieren. Und die Franzosen, da war aber klar, wir haben keinen Handelsvertrag. Nein, okay. Ja, sodass wir ein bisschen die Chance haben, irgendwie. Okay, weiter im Text. Also die Kohlemine läuft langsam an. Die Waffenfabriken sind halt irgendwie. Ich will sie halt auch nicht. Artillerie. Ich gehe hier wieder zurück auf die normale Sache. Dann wird das hier. Ja, wir sparen zumindest ein bisschen Eisen ein, ne? Hier würden wir 30 mehr Eisen verbrauchen. Und das würde den Preis nach oben treiben. Ja, jetzt ist halt Artillerie teurer, aber ernsthaft, ich meine, wer braucht jetzt gerade Artillerie? Und produktive Handelsroutenpause. Kohle aus Preußen, das können wir uns angucken. Hoppla. Kohle, Kohle, Kohle. Naja, wir haben noch nicht richtig genug quasi. Wenn wir die Kohle jetzt rausnehmen, fehlt uns 15. Andererseits, wir können natürlich gucken, ist die schon voll ausgebaut? Ja, die läuft auf Hochtouren. Das heißt, mehr als 40 kriegen wir da nicht.
Die Klamotten aus Spanien bringen auch nicht so richtig was. Das ist ungünstig, ungünstig, ungünstig. Vielleicht können wir die importieren irgendwo her. Ja, können wir. Nur noch den russischen Markt. Guck mal hier, 30. 30 Stück. Ach so, auf Stufe 3. Wir fangen, glaube ich, auf Stufe 1 an, ne? 7. Naja, aber wir machen immer ein bisschen Gewinn. Okay, was war jetzt nochmal das Problem? Eisen haben wir noch zu wenig. Werkzeuge haben wir noch deutlich zu wenig. Das war ja unser Hauptding. Dadurch, dass wir das jetzt hier eingespart haben, haben wir ein bisschen Eisen mehr. Ja, Handelsrouten ist natürlich das Problem. Und der Bausektor nimmt halt auch mal eben 100, weil wir eben bauen. Könnte natürlich sagen, dann bauen wir doch erstmal zu Ende und dann gucken wir mal. Holz ist dazu gekommen. Also wir haben 15. Wir wollten uns angucken. Hoppala. Kohle. Wenn wir da 15 reduzieren, sind wir bei 40. Wir brauchen aber 66. Ja, oder ich schalte das Stadtzentrum nochmal zurück. Wie ist denn das mit den Dienstleistungen hier? Ja, wenn ich das zurückschalte, dann sind die halt auch wieder, gehen die halt wieder hoch, die Dienstleistungen, ne? Ich würde das einfach mal durchboxen jetzt. Ich würde das durchboxen wollen. Dann lassen wir es einfach mal so und gucken mal, was passiert. Jawohl. Gibt das jetzt hier einen Malus von irgendwas? Plus 3,2 Steuerverschwendung. Okay. Dann machen wir die Luxuskleidung weg. Wenigstens ein bisschen weniger. 0,5, also 2,5 Steuerverschwendung eingespart. Auch nicht schlecht. Wir kratzen halt mit 2K so ein bisschen an dem Kram. Aber ich glaube, das liegt. Oh, Moment, da ist was. Hier. Was eine routinemäßige Rede über die Vorzüge eines Gesetzes von Jacob de la Gardie hätte werden sollen, verkam rasch zu einem wahren Desaster an in Sachen Öffentlichkeitsarbeit seiner Interessensgruppe Intellektuelle. Daran ist nur dieser schlechte, durchdachte Vorschlag schuld. Schlecht formuliertes Gesetz. Minus 15% Erlassungserfolgschance? Nein. Minus 10% Erlassungserfolgschance. Und Jacob de la Gardie erhält ahnungsloser Redner für 5 Jahre. Beliebtheit minus 20. Und die Intellektuellen haben 10% Interessen-Pop-Anziehung. Okay. Lass uns mal die Intellektuellen uns angucken. De la Gardie. Beliebtheit ist neutral. Aber ist das jetzt ein Problem dann für uns? Die mögen uns. Von Kaspern unterstützt. Ja, ist auch blöd, ne? Oder das hier, minus 15. Ja, dann machen wir lieber Gardie ein bisschen. Ich würde sagen, ja, wir lassen das mal so. Das Politiksystem hakelt mir hier noch ganz schön was rein. Vielleicht sind die öffentlichen Schulen auch gar nicht so gut. Vielleicht sollten wir was anderes beschließen. Mal gucken, was wir denn sonst könnten. Laissez-faire. 15. Und Laissez-faire würde was bringen? Ach ja, die Investitionsfonds nach oben bringen.
23% wären dagegen. Ist gegen, ist gegen. Schade. Was hätten wir da sonst noch? Koloniale Ausbeutung. Ja, nee, das wollen wir jetzt mal nicht machen. Grundbesitzerwahlen, das wollen wir auch nicht machen. Keine Polizei. Berufspolizei könnten wir machen. Was würde das denn bringen? Minus 5% radikale durch sinkenden Lebensstandard. Das könnten wir machen. Aber ich finde, das hier ist eigentlich auch nicht so schlecht. Guck mal, 23%. Pass auf, wir machen das mal weg und versuchen es mal mit der Berufspolizei. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr. Ja, guck mal hier, die Kirchen sind auf jeden Fall schon mal beschwichtigt. Vielleicht hätte ich da den Weg auch erst über die Privatschulen machen können oder sollen. Weiß man jetzt auch nicht so genau, ne? Also vielleicht sind meine Vorangehensweisen ein bisschen zu streng. So, die Protestbewegung wurde aufgelöst. Das ist okay. Kleinbürger, dies liegt an ihrer Zustimmung von Loyal. Aus Anleihenzinssatz, Frommereibereien. Auswirkungen nicht mehr aktiv, okay. Streitkräfte. Abgebrochen. Okay, weiter geht die Fahrt. Ja, ist schon auch. Es macht schon Spaß, das muss man schon sagen, aber so richtig Plan, was ich ja mache, habe ich jetzt auch nicht. So, Baris. Der Weg zum Liberalismus wurde erfolgreich abgeschlossen. Was heißt das? Das ist ein Journaleintrag, ne? Wo kann ich denn jetzt sehen? Der Weg zum Liberalismus wurde erfolgreich abgeschlossen. Entscheidungen. Was? Bei Abschluss löst das Ereignis. Wird in 9 Jahren ablaufen. Mehr als 75% verfügbare Gebäude. Ah. Okay. Wir können es mal anpinnen. Sehr gut. Können wir immer noch mal reingucken. Okay, aber was das jetzt hier war, keine Ahnung. Eine Interessensgruppe, die Intellektuellen, hat unter der Führung von Jakob Jalagadi eine Ära der liberalen Politik eingeläutet. Sie versprechen eine freiere Gesellschaft, in der alle Bürgerpolitik teilhaben können. Ja, ist ein furchtloser Visionär, das heißt, er bekommt Beliebtheit und fügt dem Journal Freiheit des Handelns zu, des Freiheit des Denkens zu, okay. Hagense ändert die eigene Idee. Hakan Reitling. Da sind wir zum Reformer. Ach komm, wir nehmen die Intellektuellen. So. Jetzt können wir durch im Journal mal gucken. Was haben wir da sonst noch? Freiheit des Handelns. Schweden hat Freihandel beschlossen. Die Zahl der schwedischen Handelsrouten um 25% erhöhen. Ja gut, Freiheit des Denkens. Oh, da haben wir schon eine ganze Menge. Beliebiges schwedisches Gebäude ist vom Typ Universität und Stufe 3 oder höher. Oh, okay. Und eine Kunsthochschule. Das könnten wir auch schaffen. Vielleicht pinnen wir das mal an. Wirkt zumindest so, als könnten wir das schaffen. So, wir gucken mal eben in unsere Übersicht, ich trinke mal eben Kaffee. Okay. Eisen. Ja, wir sind immer noch im Defizit, was Eisen angeht. Und Werkzeug ist nochmal ein Problem. Ja, und unsere Importe lösen das nicht. Wir können die Werkzeugfabriken uns nochmal angucken.
Werkzeug. Hier gibt es kein Werkzeug. Hier gibt es ein Werkzeug. Ein Werkzeug, Entschuldigung. Und auch das ist schon auf Maximum. Das heißt, im Grunde genommen sollten wir das hier mal ausbauen. Ne? 29k, 100 irgendwas. Kann jetzt hier eine Werkzeugfabrik? Nein, aber hier könnten wir, glaube ich. Wenn wir die Werkzeugfabrik hier erhöhen. Tja, gute Frage, nächste Frage, ne? Ich baue mal hier eine Werkzeugfabrik hin. So, aber ich glaube, das war jetzt hier angezeigt als Maximum. Also mit 1, irgendwas, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Ja, wir haben halt ziemlich viele Bauaufträge, das ist irgendwie ein Problem. Na, mal schauen. Luxuskleidung geht halt hoch. Ich würde ganz gerne das hier halt deutlich runterdrücken. Wenn es irgendwie geht. Grundbesitzerwahlen beschließen. Also hier die Grundbesitzer sind echt auch ein Problem, ne? Wie wird man diesen Button wieder los? 43 Tage verbleibend. Naja, gut. Erledigt sich, glaube ich, dann von alleine. Hm? So, wir haben jetzt die Eisenfabrik hergestellt. Hier die steigen halt auch wirklich aus. Ne? Das heißt, die nehmen uns das Eisen weg quasi. Wo hatten wir das denn jetzt gemacht? Hier nicht. Hier hatten wir es erhöht. Ja. Das heißt, sie sind noch nicht auf volle Leistung. Was ist denn volle Leistung? 160. Entsprechend brauchen die natürlich auch mehr Kohle und mehr Werkzeuge. Aber wir hatten die nur erweitert, ne? Die ist schon auf die atmosphärische Dampfmaschine umgestellt. Aber lass uns doch nochmal gucken, wenn wir die Eisenminen. Okay, das war jetzt hier in Götaland. Und Eisenminen hier, die sind noch nicht umgestellt, die könnten wir umstellen. Dafür bräuchten wir nochmal 25 mehr Werkzeuge und 50 mehr Kohle. 50 mehr Kohle haben wir aber nicht, ne? Nee. Da müssen wir wirklich nochmal importieren. Und importieren gibt es keine gute Route. Das heißt, wir könnten sagen, wir bauen die Kohle nochmal aus. Wo hatten wir die denn? Die Kohle. Ach, die Kohle hatten wir nur in, hoppala, in Scane. Die können wir auch sonst nicht mehr irgendwie boostern, ne? Ne, wir könnten die nur einmal ausbauen. Prognostisch brauchen wir das ja, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch mal machen. Damit wir dann auf 80 Kohle kommen. Ja, so wird das sein. Das heißt, einmal die Kohle haben wir ausgebaut. Damit wir auf 80 kommen. Genau. Damit kommen wir dem natürlich ein bisschen entgegen. Aber, was habe ich gesagt, was jetzt das Problem ist? Werkzeuge ist ein Problem. Naja, und Eisen ist ein Problem. Wobei Eisen gerade relativ weit unten ist. Also sollten wir uns vielleicht erstmal um die Werkzeuge kümmern. Da hatten wir ja eine Werkzeugfabrik in Auftrag gegeben. Freunde der Nacht. Mal wieder ist die Zeit um, verrückter Scheiß, ne? Okay, Papier erledigen wir jetzt. Mal gerade gucken, was brauchen die? Holz brauchen die.
Das Werkzeugproblem wollen wir wirklich angehen. Wir brauchen halt Eisen. Aber wir haben hier oben eine Werkzeugfabrik. Ach so, genau. Die Frage war, jetzt habe ich es wieder. Die Frage war, ob ich das hier umstelle auf das. Und dafür brauchen wir was? 50 mehr Kohle. Und ich habe jetzt gerade Kohle in Auftrag gegeben. Mal ganz kurz gucken, aber wie viel kommt dann mehr rein? Dann kommt 40 mehr rein. Das heißt, wir haben ein Defizit von 10 und wir haben eh schon ein Defizit von 32, also auf 42 würden wir da hochgehen. Ja, das passt noch nicht ganz mit der Kohle. Und importieren ist nicht. Okay. Also nochmal die Frage, die Eisenminen quasi umstellen auf Ditte hier. Quatsch, auf die atmosphärische Dampfmaschine. Würde mehr Eisen bringen. 100 mehr, auf jeden Fall eine Nummer. Das Problem ist nur die Kohle. Na, 50 mehr Kohle, wir können nur 40 mehr herstellen. Das ist das Problem. Aber gut, vielleicht ist das nicht unser Problem für jetzt, sondern unser Zukunftsproblem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Achso, und falls ihr Ideen habt, Kommentare oder sowas, schreibt's gerne. Bis dann.